Hallo Freunde, willkommen zurück zu GTA 4, The Lost and Damned. Da steht schon unsere treue Maschine, da springen wir gleich mal drauf und ich gucke mich mal um, wo wir hier sind, wo wir was zu tun haben und so weiter. Hier der Jim, der ist doch da hinten, da können wir mal hinfahren. Mal sehen, was der alles zu tun hat. Hoffentlich was Schönes. Nein, ich fahre hier keinem rein. Nein, ich fahre keinen rein, habe ich gesagt. Kopf. Hier ist ja wieder was los, verkehrstechnisch. War das Motorrad schon immer so schnell? Ah, ich bin verzweifelt. ich hätte hier reingemusst, ne? Hallo, Tag. Und Stunt. Yeah, oh oh. Da stand was. Tut mir leid, war doch nur eine 2-Tonnen-Maschine, was soll's. Autsch. Wir könnten wieder den Helikopter nehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das Motorrad bei dieser Mission brauchen. Also lass ich es mal lieber und fahr das Stück. Hier reingemusst. Oh verdammt, hier drin darf ich nicht wenden. So was Brutales. Tach. Yeah. Ich schaff das, Ich hab's geschafft. Was bauen die hier auch immer so blöde Häuser hin, wo man sich mit dem Motorrad verfangen kann? Ich verstehe das nicht. Das ist eine scheiß Stadtplanung, ist das. Ich wollte hier rein, du Sau. Ich hasse dich. Wo ist denn... Da. Wir haben Granaten, habe ich das richtig gesehen? Wo habe ich die denn her? Habe ich die irgendwann mal aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir genug Waffen und Munition dabei. Das freut mich. Sehr sogar. Hallo Helikopter. Yeah. Upsala. Da bin ich ein bisschen angeeckt. Oh yeah. Ich werde langsam richtig gut mit dem Motorrad. Dort wird was. Und zack. Wir dürften auch gleich bei Jim sein. Der dürfte jetzt gar nicht mehr so sehr weit weg sein. Wir sind ja schon über die Brücke drüber. Autsch. Blöde Ampel, das merke ich mir. Ich weiß genau, wo du stehst. Ich lass dich verfolgen. Verfolgen lasse ich dich. Verfolg sie eine Ampel. Finden sie heraus, wo die Ampel hingeht. Finden sie vor allem heraus, warum ich um die Markierung drumherum fahre, anstatt rein. Blödes Motorrad. Und ab dafür. Hit the pipe. Yeah, kann ich machen. Just an American. Like an American bike. Yeah, I understand. You older grandpa, so you like a more sedate ride. Some older mature shit. Give me that. I'll give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. Alright. Hey, what's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, okay. Man. I don't need one of them hair dryers. Oh yeah? You sure now? No, no. That's a serious heart. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, das klingt doch nett. Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. Hey, echt mal. Gib mir Sprengstoff. But remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure. We will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Hey. Later. So, jetzt gibt's also mal ein bisschen Sprengstoff hier. Benutzt die Rohrbomben, um die Vents der Angels of Death hochzujagen, okay? Boah, 25 Stück gleich reingedrückt bekommen. Na, so muss das sein. Ich weiß, wie man vom Fahrzeug aus was wirft. Ich brauche hier keine Leerstunde. Timing ist alles, Timing ist alles. Die jagen wir hoch. Angels of Death ärgern. Das ist mein Lebenstraum. Mit Rohrbomben kann ich mir ihre Innereien um die Ohren hauen. Das schmeckt so lecker, das schmeckt so süß. Biker, Lunge, Niere und Milz. Wo sind die denn überhaupt? Ich verfolge jetzt einfach mal den Punkt ganz links. Der sieht so schön rot aus, wie alle anderen auch. Aber der hier ist halt besonders rot.
Boah, die sind aber weit auseinander hier. Da bin ich hier in 3 Jahren noch nicht fertig. Oh, 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 oh. Schön, vorsichtig. Die sind echt weit weg. Was tut man nicht alles für die Kohle? Miau. Miau, miau. Miau. Miau, miau. Und zack. Hallo Taxi, tschüss Taxi, hallo Wand. Ah, ah, ah. Hör auf zu hupen. Oh, wo ist denn jetzt der blöde LKW hier, Mensch? Ah, da kommt er. Habe ich getroffen? Oh, jetzt reicht's mir. Bitteschön. Wir sehen uns. Ach ja, das war schön. Okay, es geht also leichter, wenn ich die erst abknall, aber ich würde gern mal eins richtig schön in voller Fahrt erwischen. Zivilisten! Nein! Ah doch, ich habe erwischt. Haha, er liegt. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ich bin so energiegeladen. Guten Tag. Hallo, Telefon. Hallo. Warten, warten, warten. Miau! Das macht Spaß. Na, bist du hingefallen? Ah, ah, ah. So, jetzt müssen wir zu den anderen fahren. Können wir uns einen markieren? Ah, die sind gar nicht so weit weg. Die stehen beide zusammen da hinten. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meiner Gesundheit. Oh, blödes Auto. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Und was machst du? Du fährst mir den Weg. Baum. Wen nehmen wir uns denn zuerst vor? Ja, guck doch auf die Karte, dann weißt du auch, wo die sind. Okay, immer nach links. Nehme ich mir erstmal den vor. Haha, zack. Hey, habt ihr das gesehen? Das war doch nice. Das war doch jetzt mal ein perfekter Rohrbombenkill, oder nicht? Das machen wir beim nächsten gleich nochmal. So gut hat selten was funktioniert wie eben. Das war Millimeterarbeit. Ich bin für diesen Job geschaffen. Und ich habe noch jede Menge Rohrbomben über, also damit können wir noch ein bisschen Spaß haben. Oh oh, auf mich wird geschossen. Ah, ich verstehe. Halt an, du Sau! Und weg damit. Oh yeah! Jetzt habe ich aber ein bisschen Gesundheitsprobleme. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo einen Hotdog-Stand finde oder so. Ja, wir rufen erstmal Jimmy an. Der wird sich freuen. Jonathan, job done, my man. Those deadbeats ain't a problem, and you introduced me to your new friends. Yeah, Malcolm Deshawn are good guys. No bullshit, apart from the hair dryers they ride. Seriously, man, you should start using the brothers more now that you're in charge. Give Terry or Clay a call if you ever need some help on club business. Alles klar, kann ich machen. Good to get off their asses. Later on. Yo, hau rein. Gib mir mal eine Wurst zum Lutschen hier. I'll take one. Danke. So, jetzt wo ich wieder Lebensenergie habe, hätte ich auch mal wieder Lust hier ein bisschen... Ich habe gerade voll Lust auf die Jobs vom Stubbs hier. Ich will jetzt jemanden killen. Yay! Okay. Now calm down. Work out the tension.
Get a massage, beat off, kill someone. I don't care. In the meantime, I'd like you to help me get some info on the deputy mayor. His car's over in West Dyke. Okay. You need to take it over to Garage and Musketeer to be fitted with surveillance equipment. Ah, das ist gut. Das sind gar keine wirklichen Kill-Missionen. Das sind unterschiedliche. Soll das jetzt verheißen, ich kann nicht fahren? Jo. Das hat meine Ehre verletzt. Ich werde diesen Wagen abliefern, ohne eine einzige Delle hineinzufahren. Ah, schade. Ich hatte nicht genug Dampf. So, das Auto des Bürgermeisters. So, jetzt stellvertretend. Irgendwie so war das, ne? Hätte ich mal... Entschuldigung! Verzeih mir! Bitte nicht ballern! Leg die Waffe weg! Bitte nicht ballern! Ich hab's nicht mit Absicht gemacht! Fahr, Peter! Fahr! Fahr, als wärst du noch nie so gefahren, wie du jetzt fährst, wie du fahren sollst und... abgefahren. Autsch. Ach, das war's schon. Ach, die Polizei hat nichts drauf. Briefkasten! Da wird jemand morgen keine Post erhalten. Bitte schön vorsichtig mit dem Auto. In einer schönen Gegend wohnt der Bürgermeister. Oder der Stellvertreter, was weiß ich. Ich habe nicht zugehört. Schicker Ferrari. Oh oh. Kann ich nicht erstmal hier stehen bleiben, bis das aufhört? Ich muss hier sowieso erstmal wenden in 25.819 Zügen. Ach, ich kann mich sogar in die Garage stellen hier. Und ab dafür. Miau. Ohne eine einzige Delle werde ich es nach Hause schaffen. Geht mir aus dem Weg. Ich darf keine Delle reinmachen. Miau. Irgendwie ist das gerade ein bisschen eine komische Autoansicht. Ich gucke so voll auf den Kofferraum drauf. Aber das kann auch daran liegen, dass ich es jetzt gewöhnt bin, mit dem Motorrad zu fahren. Yeah, ich mag das Auto. Ich habe gesagt, keine Delle, also fahrt bitte vernünftig. Jetzt ist hier auch noch grün. Miau. So Abhörexperten, wer soll denn das sein und vor allem wo? Wow. Yeah, in den Gegenverkehr, da kommen garantiert keine Dellen ins Auto. Vorsichtig. Vorsichtig. Noch mehr vorsichtig. Oh, das Teil gibt Gummi. Miau. Oh, ich liebe dieses Auto. Oh, 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 oh. Nein, 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 keine Delle. Verdammt. Delle? Kratzer. No. Dann kann ich ja jetzt auch fahren, wie ich will. Mission nicht erfüllt. So. Aber es ist keine Delle. Es ist nur ein Kratzer. Ich habe gesagt, ich mache keine Delle rein. Ein Kratzer zählt nicht als Delle. So. Ah. Zählt ein kaputter Scheinwerfer als Delle? Och man. Ah, das Teil gibt auch schick Gummi. Oh, ja. Abhörexperte, dass ich nicht lache. Eieieiei. Ui. Verzeihung. Wum. Oh, ich fahr gerne mit dem Auto. Yeah. Oh yeah. Mhm. Ach, wir scheinen da zu sein. Dann mal nichts wie rein. Okay, man. You got to fit it out. You're gonna know everything that happens in this car. Alles klar. Hear the women, taste the blow, smell the fucking farts, man. Hä, will ich das? The scent of a city hall scumbag. Make sure you don't scratch this on the way back, okay? Otherwise, you'll be wise to you, man. Alles klar. Zeit bis 9 Uhr, das packe ich.
Diesmal darf ich wirklich keine Kratzer reinmachen. Aber wisst ihr was? Ich fahr den Auto erst zurück zu das Haus beim nächsten Mal. Tschüss.